meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt's von mir ein What's in my bag Video, denn einige von euch haben mich gefragt, ob ich nicht mal so ein Video drehen könnte und da dachte ich mir, klar, wieso nicht? Ja, dann können wir eigentlich direkt anfangen. Ja, dann zeige ich euch jetzt erstmal meine Tasche. Tadadada, das ist meine Tasche. Die habe ich immer dabei, wenn ich zum Beispiel shoppen gehe oder ja, einfach irgendwo unterwegs bin, wo ich eben nicht so viele Sachen brauche. Und dann würde ich sagen, machen wir die Tasche jetzt einfach mal auf und gucken rein, was da so drin ist. So, was ich immer dabei habe, zumindest im Sommer, das ist meine Lieblingssonnenbrille, meine Ray-Ban. Ich hole die mal kurz raus. So, das ist meine Sonnenbrille, die ist leicht bräunlich, die finde ich total cool. Die habe ich geschenkt bekommen und ja, die habe ich im Sommer eigentlich immer dabei. Jetzt wird es ja langsam Herbst und wahrscheinlich habe ich sie dann nicht mehr so oft dabei, was ich sehr, sehr schade finde. So, was ich noch dabei habe, ist so ein schönes Lippen-Eye, was wahrscheinlich jeder von euch dabei hat. Das ist nicht von EOS, nein, das ist von DM. Das finde ich auch total cool und das riecht nach Kokos. Und das habe ich eigentlich immer dabei. Für zwischendurch mal kurz auf die Lippen drauf. Und ist ja auch super klein und passt überall rein. Was natürlich auch nicht fehlen darf, sind Kaugummis. Ja, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Ich denke, fast jeder hat Kaugummis dabei in der Tasche. Dann darf mein Lieblingsparfüm natürlich auch nicht fehlen. Das ist dieses hier von Naomi Campbell. Das habe ich euch in einem anderen Video schon mal gezeigt. Ich liebe das einfach über alles, diesen Duft. Und den habe ich immer mit dabei. Dann habe ich noch so einen kleinen Spiegel dabei. Eigentlich brauche ich den nicht mehr so viel, weil ich meistens mein Handy benutze, wenn ich mich irgendwie angucken möchte. Aber ich weiß auch nicht, den habe ich immer dabei und irgendwie finde ich, kann man sich in so einem Spiegel doch besser angucken als im Handy. Und deswegen muss der auch immer mit. Dann habe ich natürlich meinen Schlüssel dabei. Da hängen ziemlich viele Schlüssel dran und hier habe ich so einen süßen Smiley dran, der telefoniert. Den habe ich da schon ganz lange dran. Weil erstens finde ich, sieht es cool aus und zweitens, wenn ich meinen Schlüssel verliere, zum Beispiel in der Tasche oder irgendwo, dann hilft mir dieser Smiley immer, den zu finden, weil da noch so was Großes dran ist und dann, ja, kann man den einfach schneller finden. Dann habe ich natürlich immer meinen Kalender dabei. Ohne den könnte ich, glaube ich, wirklich gar nicht mehr leben. Den habe ich letztes Jahr Weihnachten von meiner Mama geschenkt bekommen. Der ist richtig cool. Der heißt Sinneszeit mit allen Sinnen durch das Jahr. Und so war das auch tatsächlich. Also überall sind so motivierende Sprüche drin oder auch Sinnesübungen zum Beispiel, die man machen kann. Und das ist wirklich ein total toller Kalender und ich glaube, ich werde mir den nächstes Jahr auf jeden Fall wiederholen, weil ohne Kalender kann ich nicht leben. Also ich weiß natürlich, viele tragen ihre Termine auch ins iPhone oder ins Handy ein, ins Smartphone. Aber ich bin da noch so ein bisschen oldschool. Ich schreibe mir das einfach lieber alles auf und habe immer so mein Büchlein dabei und hoffentlich werde ich das nie verlieren, weil sonst sind meine ganzen Termine und alles weg. Ja, was natürlich auch immer in meiner Tasche ist, das ist dieser riesen Brocken hier, das ist mein Portemonnaie. Das ist von Fossil, das habe ich auch mal geschenkt bekommen. Ich finde das total schön. Das Problem ist nur, ich sammle immer total viel Kleingeld da drin. Also ich gebe das einfach nicht aus und das wird immer, immer schwerer. Das ist so ein richtiger, ja, so ein richtiger Brocken, den ich dann immer mit mir rumschleppe. Das muss ich auf jeden Fall mal aussortieren. Dann habe ich natürlich auch immer einen Stift dabei. Ein Kugelschreiber, der hier wäre jetzt in verschiedenen Farben. Das ist eigentlich egal, also Hauptsache. Ich habe einen Stift dabei, damit ich in mein Oldschool-Kalenderbuch Sachen reinschreiben kann. Und deswegen muss ein Stift natürlich auch immer mit. Dann habe ich noch ein bisschen Schminke dabei, wenn ich mal irgendwas abdecken muss. Kann ja mal vorkommen, Rötung oder was auch immer im Gesicht. Dann habe ich das zur Sicherheit mit dabei, damit ich das dann auch benutzen kann. Ja, das war's schon fast. Ich habe hier noch ein Asthma-Spray dabei, was für mich ein persönliches Must-Have ist, da ich wirklich von Frühling bis Oktober, November richtig schlimme Allergie habe draußen. Heuschnupfen, also gegen Gräser und was nicht alles. Ich bin eigentlich gegen alles allergisch und deswegen muss ich das auch immer zum Notfall mit dabei haben. Aber kein Problem, ist klein und passt auch in meine Tasche rein. Ja, das war's auch schon. Das war jetzt relativ schnell. Aber das waren so die Sachen, die ich immer mit dabei habe. Und ich finde es auch selber immer total cool, mir solche Videos von anderen YouTubern anzugucken, weil ich finde, dass man die Leute dann dadurch noch so ein bisschen persönlicher kennenlernt. Was zum Beispiel so das Parfüm angeht, also was für einen Duft hat man dabei oder welche Sorte Kaugummis isst man. Das, ja, bringt einen einfach so ein bisschen näher an die Person dran und lernt die einfach dadurch ein bisschen näher kennen. Und deswegen finde ich solche Videos immer ganz spannend, weil jeder ja individuell eine eigene Tasche hat und individuelle Sachen hat, die er so da reinpackt. Und ja,
Dann habe ich jetzt zum Schluss noch eine kurze Ankündigung für euch. Auf meinem Video wird es jetzt, auf meinem Kanal wird es jetzt feste Videotage geben. Das heißt, es wird immer mittwochs ein Video geben und oder sonntags. Also bedeutet das entweder mittwochs oder sonntags oder mittwochs und sonntags. Genau, das mache ich jetzt einfach, damit ihr wisst, wann es immer Videos gibt. Dann ist es vielleicht auch leichter für euch, meinen Kanal zu verfolgen. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich freuen. Dann würde ich mich natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen. Dann könnt ihr mich besser verfolgen und werdet hier auch nichts verpassen. Und natürlich freue ich mich auch immer über einen Daumen nach oben. Ja, ansonsten, wenn ihr noch Videowünsche habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich lese mir das super gerne durch und erfülle auch gerne eure Wünsche. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einfach noch einen schönen Tag und sage bis zu meinem nächsten Video. Tschüss!